Hey Leute, willkommen zurück zu Shadowrun und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und im letzten Part ist mir das gar nicht aufgefallen. Das waren ja nur knapp 14 Minuten. Sorry dafür. Ich habe auf die Uhr geschaut und dachte, oh, schon wieder 25 Minuten fast. Oh, aber irgendwie habe ich mich verguckt. Naja, gut. Dann wollen wir mal wieder zum Taxi gehen und mal weiter questen und schauen, was wir machen können. Und wir machen hier noch mehr Fotos. Die Reporterin Allison Sandborn hat dich angeworben, sie zu den abgebrannten Neonettürmen zu begleiten. Sie will den Ort selbst sehen, an dem alles angefangen hat. Okay. So, was nehmen wir denn Schönes mit? Wir nehmen mit den Glenn. Random wieder. Und wir nehmen mit. Thieler, vielleicht? Ja, auch nur 12 Lebenspunkte. Die fände ich schon beim Angucken nur rum. Na, dann nehmen wir Shushi Yamamoto mit. Und ab dafür. Seit deinem letzten Besuch haben sich die Neonettürme in einem Kriegsschauplatz verwandelt. In den höheren Ebenen kann man deutlich die Zerstörung durch den Drachenangriff erkennen. Während die unteren Ebenen der Schauplatz tagelange Gefechte zwischen den Neonet-Gardisten und den Infizierten waren, leise gleitest du durch den Service-Eingang und nutzt deine Schlüsselkarte, um einen Frachtfahrstuhl hoch zum Skybridge zu nehmen. Ja, und begleite Allison, während sie das Massaker dokumentiert. Der Fixer hat gesagt, der Zugangspass bringt uns nur bis hierher. Wenn wir auf jemanden treffen, musst du dich um ihn kümmern. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber wenn du irgendwo einen Zugangsport findest, könnte ich nochmal einen genaueren Blick auf ihre Daten werfen. Was erwartest du zu finden? Es muss irgendwas geben, was sie mit dem Azzy-Manager in Verbindung bringt, den sie umgelegt haben. Okay, mache 3 Fotos und lade die Daten herunter. Okay. Gucken wir mal, was hier abgeht. Hier können wir uns reinhacken. Hätten wir denn dafür jemanden? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber wir gehen erstmal mit ihm hier an die Ecke. So, dann wollen wir auf jeden Fall uns aber räuspern. Nein. Also vorpreschen ein bisschen. Damit wir hier mal so einen Überblick bekommen. Wow, hier war ein schweres Feuergefecht. Die Sicherheit muss sich einen ordentlichen Kampf geliefert haben. Ja, haben wir ordentlich gemacht. Ja, sie stellt manchmal dahin. Ich hoffe nicht, dass da jemand kommt. Ja, wir stellen uns mal einfach hier in den Raum. So, haben wir jemanden, der hier hacken könnte? Ja, da war eben jemand. Probier's mal. Ich hoffe, dass es kein falscher Fehler ist. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Na gut, dann nehmen wir mal was mit. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Nee. Nicht wirklich. Ja. Ist ja klar, man sieht irgendwas, dann muss man erstmal den Knopf drücken. Au, au, jetzt kann es richtig auf die Glocke geben. So. Da musst du hin. Ja, komm, geh mal da hin. Uiuiui, jetzt geht's auf die Fresse. Ach, die kloppen sich da mit den. Oh, noch mehr.
Was werden die denn? Ah. Ja, komm, mach den mal weg. So. Ein Stückchen vorgehen. 43? Alter, wir haben getroffen, geil. Ich bin begeistert. Warum? 50-50 Chance. War das gerade XP? Sah einfach komisch aus. Oder irgendein Windows? Naja. Wer ist denn dran? Ach ja, hier. Er sieht keinen. Ja, dann stellen wir uns wieder safe. Erstmal kurz hier hin. Gut, da ist keiner. Kann man sich hier reinstellen. Okay. Er hat dich schon gekillt. Wir stellen uns mal hier hin. Und machen den auch nicht weg. Ja. Mädel, geh da mal. Mach mal Klick. Glaubst du, sie wurden von der Neonet-Sicherheit hingerichtet? Ich bezweifle, dass sie hilflos waren. Die Tatsache, dass sie es bis hier oben geschafft haben, zeigt, in welchen Schwierigkeiten Neonet steckt. Okay. Wieder safe stellen. So ein bisschen. Prozent auf ihn hier kommen. Sauber. Okay, weiter geht's. Sicherheitsdrohne entfernen. 67, komm. Schön. Wir haben euch gerade den Hintern gerettet und ihr schießt auf uns. Der ist weg, oder? Alter, daneben! Prozent, 85, komm. Sauber. Software Windows 9, was ist das? So, okay. 67, nee, stell ich mal da hin. 18, so muss das. Ich frage mich doch, wo sie jetzt die nächsten Fotos machen möchte. Vielleicht da lang? Okay. Da nicht, hier auch nicht. Soweit ich mich noch erinnern kann, war das doch damals hier unten irgendwo lang, oder? Naja, ich denke mal, da muss man da links lang. Okay. Dann stell dich mal dahin. Okay. Ich habe Angst, nicht, dass gleich wieder irgendwas geöffnet wird. Ich kann noch was nehmen. Oh, schau mal. Sie haben eine Datei über den toten Erzi. Und sie haben sie nicht mal gestohlen. Erzi Technology hat sie ihnen geschickt. Freiwillig? Ja, vertraulicher Kanal. Dort. Ups. Entschuldigung, ich hab das weggeklickt. Ja, was haben wir hier? Eine Bootleg von Matchreel. Hier reloaden wir mal. Genauso wie hier. Und stelle schon mal dahin. Ja, hier einmal rüber gehen. Ja, hier, nimm das mal. Und zwar ein Puritaner-Hut. Ja, gleich hinterherlaufen. Lauf, kleiner Mann, lauf.
Okay. Mit Glenn müssen wir gleich mal nachladen. Okay, weiter geht's. Guck hier mal in den Raum rein. Okay. Da gehen wir jetzt aber in diesen Zug noch nicht rein. Weil wir uns erstmal. Weil wir uns mal hinterher rennen müssen. Weil wir hinterher rennen müssen. So. Reload. Also mit zwei Leuten sollte ich da schon rein. Stell ich mal hier hin. Mit Sushi. Was für ein Blutbad. Bei meinem letzten Besuch hat der Drache den Turm direkt hier drüber in Brand gesteckt. Der meiste Schaden ist danach entstanden. Ups. Mit ihr gehen wir mal hier vorne an die Ecke. Mit ihm mal dahin. Oh, Neonet-Gefechtsturm. Autsch. Zwei Stück gleich. Okay. Stell ich mal dahin. Macht er was? Ja, und eine Neonet Nissan-Drohne. Sperrfeuer. Tödlicher Schuss. Schießt zweimal auf einen Gegner. Ignor Deckungsabzüge. Er hat ja noch 5. Und haben da auch mal einen Schnellschuss, der gut ist. Ja! Was macht er denn da? Gehen wir dahin. So macht man das. Wir stellen uns mal hier hin. Und dahin. Und hier in die Ecke. Okay. Mal schauen, was jetzt hier sich noch alles aufdeckt. Was haben wir denn da hinten? Eine Sicherheitsdrohne. Wir schießen erstmal auf den Turm hier. Weg ist er. Glenn. Ich hoffe, die explodiert nicht. Stell ich mal dahin. Ja, schieß sie doch zu mir hin. Sie hat noch 5 Order Verteidigung, aber das schafft er. Ja, nicht. Doch, nein, vielleicht morgen. Ah! Alter, Handy! 47. Schön daneben geschossen. Hey. Lass die Dame zufrieden, die tut dir noch nichts. So. Als nächstes rutschen wir. Wir gehen mal hier an die Deckung hin. Da ist ein Foto. Und da ist ein Foto. Gut, geh dahin. Du warst gerade dabei, die Brücke zu überqueren, bevor sie zerstört wurde, oder? Ja. Du hast dem Tod mehrmals ins Gesicht geschaut und bist durch puren Zufall entkommen. Wie fühlst du dich damit? Ich bin dein Geleitschutz, nicht deine Mitleidsgeschichte. Hol dir deine Holzstory woanders oder du kannst ab jetzt allein weiterlaufen. Spielverderber. Nee. Ja, mürrischer alter Zwerg. Ach, Dreck. Ja, geh dahin. Immer schön Deckung nehmen. 66. Ja. Ach, da ist noch einer. Habe ich dir das erlaubt? Okay, 55. Bam. Ja, mach den. Okay, erstmal dahin.
stimmt, wir sind von der Seite gekommen. Wir sind doch damals hier gekommen. Ja, genau. Ja, ja, ich erinnere mich. 15, wie viel machen wir? 12 bis 14. Schieß mit Hinterhalt. Du hättest aber auch. Also kritisch und er hat nichts abgezogen. Ratte. So. Jetzt aber. Jungs, Jungs, Jungs. Na gut. Da kommt jetzt mal der Papa und regelt das, wa? So macht man das. Wo ist euer Problem? Nee, nee, nee. Also gucken, ob da noch irgendwas ist. Sieht auf den ersten Blick nicht danach aus. Ja, glättet unser neuer Barkeeper hier. Okay. Na, nächste Runde können wir es erst machen. Na super. Ja, dann reloaden wir schon mal. Stellen uns dahin. Reload. Stellen uns dahin. Ey, Glenn, gib mal ein Bier. Jawohl, ich komme hier. La 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 la. Trink die ein. Eine tolle Aussicht hatten sie von hier. Konzerndrohne zu sein, hat seine Vorzüge. Echt keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier fertig. Lass uns zurückkehren. Ah. So, das kann ich soweit. Ja, dann können wir ja. Ach ja. Also das hätten sie sich echt sparen können bei so einer Mission. Warum lade ich denn nach? Ich depp. Macht der Gewohnheit. Nummer 1 ist schon mal raus. So. Dann lauf. Ja gut, mit Klett hätten wir auch schon rausgekonnt. Hätte ich eben nicht noch ein bisschen umgealbert. Aber naja, gut. So. Und. Na, lauf. Und dahin. Und raus. Ja, wieder 3 Kamera. War auf jeden Fall relativ easy. Gut, dann können wir ja jetzt wieder zu unserer Rasenreporterin gehen. Dankeschön. Hier ist deine Bezahlung wie vereinbart. Danke. Wann ist dein Werk fertig? Um ehrlich zu sein, habe ich schon mehr als genug. Aber da es nicht so aussieht, als würde ich hier demnächst rauskommen, mache ich erstmal weiter. Machst du ein Buch daraus? Oder eine animierte Serie? Wer weiß, aber irgendwer muss aufzeichnen, was hier passiert. Gut, wir bekommen 8 Kammer und 5600 Nieren. Okay. Haben wir noch irgendwas zu quatschen? Wo waren die? Ah ja. Einmal da. Aber ansonsten. Bei Basta nicht. Bei den Docs nicht. Nur Sarah und Jane. Ja gut, dann gehen wir mal zu Jane. Da laufen wir. Hui! Bist du bereit, ein wenig extra bezahlte Arbeit für deine Lieblings-Johnson zu erledigen? Heißt sie echt Jane Johnson? Übertreib es nicht. Schon gut, ich lasse es sein. Ich habe einen Hinweis auf eine Neonet-Filiale, die im Besitz von einigen ziemlich interessanten Daten sein könnte. Mehr die Art, die man verkauft, oder die Art, die mit unserem derzeitigen Unglück zu tun hat? Wir hoffen auf beides. Wo ist der Haken? Der Haken ist, wenn ich davon weiß, werden es meine Rivalen auch bald erfahren. Neonet wird schon eine Säuberung der Anlage befohlen haben. Also müssen wir schnell eindringen und den Datentresor sichern? Du bist frei von Gewissen und schnell im Begreifen. Ich mag das. Ein Schleim gibt dir keinen Rabatt. Wirst du uns in der Matrix absichern? Wie immer. Okay. Und hier Hauptmission mit Sarah. Mal gucken, was sie zu erzählen hat.
Sarah? Was? Hey, kein Grund, mich so anzufahren. Tut mir leid. Aber jeder hier nervt mich mit diesem Dieb bei Bree. Als wäre ich hier der Community-Cop. Naja, irgendwie bist du der einzige Bulle, den wir hier haben. Ich bin mitten in einer gefährlichen Untersuchung, die Tausenden das Leben retten könnte. Ich habe keine Zeit für irgendwelche dahergelaufenen Diebe. Hast du mich gerade Bulle genannt? Tut mir leid. Macht der Gewohnheit. Vielleicht überlegst du es dir nochmal. Rede mal mit Bree oder dem Cyberdoc. Das, an dem sie forschen, könnte eine Verbindung mit deinem Fall haben. Warum sagst du mir das nicht gleich? Ich war mir nicht sicher, ob es überhaupt etwas zu erzählen gibt. Aber mittlerweile denke ich, sie haben ein paar Brotgruben, denen wir folgen könnten. Ich habe mir die Daten angeschaut, die wir von Neonet und dem toten Aztec-Manager erbeutet haben. Das geht alles viel tiefer, als wir dachten. Na, bekommst du plötzlich kalte Füße? Was? Ups. Auf keinen Fall! Ich werde sie damit nicht durchkommen lassen. Wir müssen in das Labor und Beweise sammeln. Das Untergrundlabor? Das Labor, in dem Konzernkräfte wie Fliegen umherschwirren? Und das beschützt wird wie der aztekische Sonnentempel? Hast du Angst vor einer kleinen Herausforderung? Ich dachte, ihr Shadowrunner liebt Konzernruns. Ich mag Runs, die bezahlt werden. Und nicht mit meinem Tod enden. Keine Sorge. Ich habe einen alten Notfallzugangstunnel aus der Zeit entdeckt, als sie das Ding gebaut haben. Ich mache mir keine Sorgen um das Eindringen. Ich mache mir Sorgen um das Drinsein. Pass auf. Ich brauche dich dabei. Ich kann dich nicht dafür bezahlen. Aber es ist das Richtige. Und du weißt das. Richtig zahlt keine Munition. Verdammt. Okay, Smedley hat angeboten, die Rechnung zu übernehmen. Du solltest also abgedeckt sein. Smedley, er muss echt angepisst sein über das, was sie mit seiner Stadt gemacht haben. Wenigstens weiß er, was richtig ist, wenn er es sieht. Das ist alles einfacher, wenn dein Arsch nicht in der Schusslinie ist. Wie auch immer, das wird eine Weile dauern. Besser, du rüstest dich vorher gut aus. Okay. Die meinte, man soll sich noch gut ausrüsten. Das werden wir machen, das... Aber nicht in diesem Part. Damit ihr auf jeden Fall Action seht, werde ich das wohl jetzt machen. Ja, es gibt keine neuen Waffen. Das machen wir jetzt noch zusammen. Die paar Sekunden haben wir noch, oder? Und ja, es gibt auch keine. Ne. Gut. Dann würde ich sagen, überlege ich mir mal, was wir als nächstes machen. Und das teile ich euch dann im nächsten Part mit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt einen tollen Tag und haut rein, Leute.